Herzlich willkommen bei Achtung Reichel zu einem besonderen, zu einem großartigen, zu einem denkwürdigen Tag. Heute verschicken wir zum allerersten Mal die Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille für politisch gefestigte Berichterstattung. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, da gibt es viele Medaillen zu verleihen, an den Genossen Rostek. Der Genosse Rostek, Sie erinnern sich, hatte nach der Silvesternacht die Frage nach den Tätern beantwortet. Und zwar hatte er gesagt, gruppendynamische Prozesse, man weiß gar nicht so genau, wer das eigentlich war, gesamtgesellschaftlich, der Zugang zu Feuerwerk. Wir wissen nicht, wer es war. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Dafür gebührt ihm unser Dank und ich unterschreibe heute an diesem Tag das erste Mal mit sozialistischen Grüßen das Belobigungsschreibung zusammen mit der Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille für unseren Kollegen und den Genossen Rostek vom RBB. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute und machen Sie weiter genauso. Dieses Land braucht keine Wahrheit. Dieses Land muss beschützt werden vor der Wahrheit von Leuten.